Hallo, ich war wieder mal shoppen und gucke wieder mal nach links. Ja, ich habe diese Rechts- und Links-Schwäche. Und ja, wie in jedem Shopping-Hall gucke ich immer nach links, weil da halt einfach die ganzen Sachen liegen. Auf jeden Fall, ich war shoppen und alles war im Sale. Ich habe auch drei Kleider zugeschickt bekommen. Ich werde euch jetzt alles einfach zeigen, was ich mir so gekauft habe und was ich zugeschickt bekommen habe. Alles, was ich mir gekauft habe, werde ich euch in die Infobox verlinken oder ich werde euch die Artikelnummer dahin schreiben und werde auch dazu meine ganze Shopping-Hauls, die ich bis jetzt gedreht habe, in die Infobox verlinken. Die Preise schreibe ich euch hier hin und falls euch das Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wir fangen am besten mal mit Mango an. Ich war halt bei Mango. Gott sei Dank ist Mango nicht so unordentlich wie Zara. Aber dazu kommen wir gleich. Ich habe mir diese Sandalen bei Mango gekauft. Was mir halt an den Sandalen gefällt, ist, dass hier überall so Steine sind. Die Steine sind einmal in Grau, also das ist für mich auf jeden Fall Grau. Und einmal in Silber, wo ich die Sandalen das erste Mal anhatte. Ich hatte sowas von Füßeschmerzen. Meine Füße sahen richtig so platt aus. Das ist aber normal bei Sandalen. Danach ging es noch und ich finde die getragen viel schöner, als wenn ich die euch jetzt so zeige. Also die sind echt sehr bequem nach einer Zeit, nachdem man die zum zweiten oder zum dritten Mal anhatte. Beim ersten Mal tun die richtig weh. Dann habe ich mir eine Tasche noch bei Mango gekauft. Die hat mir so gefallen. Guckt euch die mal an. Das hier hat mir halt sehr gefallen, dass es in Gold ist. Und die Tasche ist auch groß, da passt so viel rein. Diesmal wurde ich zu Hause nicht fertig gemacht, dass ich mir ein Portemonnaie gekauft habe. Weil das ist wirklich die erste Tasche nach einer sehr langen Zeit, die so groß ist. Weil ich habe mir in letzter Zeit immer so richtig kleine Taschen gekauft. Oh mein Gott, da ist noch was drin. Die hatte ich sogar, die habe ich sogar getragen. Also von innen sieht die so aus, meine Uhr. Und mein Parfüm ist auch mein Parfüm. Paco Rabanne. Ich habe immer so kleine Parfüms in meine Tasche, Leute. Auf jeden Fall, von innen sieht die Tasche halt so aus. Die Tasche ist in beige und die macht man so zu. Man zieht das hier nach vorne und so geht die erst zu. Die Tasche hat mir halt sehr gefallen und wo ich den Preis gesehen habe, ich so, was? Krass, das ist echt krass. Das war der reguläre Preis war 35 Euro, glaube ich, oder 40. Das finde ich halt sehr schön. Und ich finde, die Tasche kann man zu einem sportlichen und auch zu einem feinen Outfit tragen. Jetzt kommen wir zu Zara. Ey Leute, wenn bei Zara Sale ist, ne? Echt, das ist nicht normal. Es ist so unordentlich. Ich weiß, dass die Mitarbeiter keine Schuld oder so dran haben. Aber das ist nicht normal. Ich war bestimmt 10-mal da drin und habe nichts gefunden. Und irgendwann mal bin ich durch Zufall wieder reingegangen und habe zwei Teile nur gefunden. Ich wollte mir so viel kaufen, aber alles ausverkauft, alles durcheinander. Also wenn ein Geschäft für mich durcheinander ist, dann habe ich gar keine Lust reinzugucken. Bei wem ist es noch so, schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare rein, weil Zara war wirklich diesmal Katastrophe. Bei Zara habe ich mir eine Leggings in Braun geholt, die mir sehr gefallen hat, weil der Stoff so weich ist. Und die Leggings sitzt auch perfekt, Leute. Unten hat das halt einen Reißverschluss. Das würde ich zwar niemals auch, also ich würde es nicht auftragen, sondern immer halt so geht es überhaupt auf. Ja. Man kann es so tragen, aber man kann es auch geschlossen tragen. Ich würde es eher geschlossen tragen. Die Leggings ist super bequem. Die habe ich zu Hause erst anprobiert und habe mir so gedacht, übertreib nicht. 32 wird dir nicht passen. Du hast 4 Kilo zugenommen. Und da war ich zu Hause und die hat einfach nur perfekt gepasst. Ich meine, Zara fällt oft groß aus. Ja. Von hinten sieht die halt so aus. Ist halt sehr eng geschnitten und von vorne sieht die halt so aus. Ich habe eine sehr lange Zeit nach einem Pulli gesucht bei Zara. Der war überall ausverkauft, Leute. Den hatte ich mal bei einer Bloggerin gesehen. Die hatte das so schön kombiniert und ich so, oh mein Gott, ich muss mir diesen Pulli holen. Und der war wirklich überall ausverkauft. Ich war in Düsseldorf, in Bochum, in Dortmund.
in Oberhausen und bei uns in Essen. Ich habe bei Zara online geguckt, überall war dieser Pullover ausverkauft. Letztens, wo ich mir die Leggings gekauft habe, gehe ich Zara rein und der Pulli liegt da so in einer Ecke. Und ich so, ey, ist das deren Ernst? Ich habe diesen Pulli so lange gesucht und jetzt finde ich das. Ich dachte, das wäre kaputt, weil irgendetwas wäre da dran und irgendeiner hat das umgetauscht. Aber da ist einfach nichts. Die Verkäuferin so zu mir, wir haben diesen Pulli im Lager gefunden. Das ist ein ganz normaler Pulli, Leute, in Gelb. Aber ich habe den so lange gesucht. Ich hoffe, ihr fühlt mit mir. Und wisst, was ich meine, wenn ihr manchmal etwas haben wollt und das ist einfach überall ausverkauft. Der ist halt sehr locker geschnitten, sehr, sehr locker geschnitten. Der hat halt hier einen tiefen V-Aufschnitt und darunter wollte ich halt so einen Spaghetti-Träger anziehen. Aus Spitze so, dass halt die Spitze so etwas rausguckt mit meinen braunen Leggings und so schwarze Sportschuhe oder schwarze High Heels. Das hatte ich auf jeden Fall in meinem Kopf, ja, wo ich das gesehen habe und deswegen habe ich mir den auch direkt geholt und der ist einfach nur schön. Jetzt zeige ich euch, was ich zugeschickt bekommen habe und zwar durfte ich mir bei Romwa 3 Kleider aussuchen, die ich bekommen habe. Die werde ich euch jetzt auch zeigen. Die Seite von Romwa werde ich euch in die Infobox verlinken und die Links zu den Kleidern werde ich euch auch in die Infobox verlinken. Und zwar fangen wir direkt mit dem ersten Kleid an. Das ist halt ein langes Kleid mit Blümchen, das, jetzt will, mein Zehhemd. Ich habe es zurzeit mit meinem Blümchenkleid, aber das passt halt sehr gut, weil ich werde wahrscheinlich bald fliegen und ich trage halt gerne solche Kleider im Sommer. Was mir an diesem Kleid gefallen hat, sind diese große rosane Blumen. Das Kleid hat einen sehr schönen Schlitz. Das hat halt auch ein Unterkleid, das ist aber etwas kürzer als das längere hier. Und was mir besonders an diesem Kleid gefallen hat, ich trage ja nicht so gerne Ausschnitt. Wenn ich halt solche Kleider habe, mache ich das immer mit einem Sicherheitsnadel zu oder ich trage einfach einen Top drunter. Aber bei dem Kleid habe ich Glück, da ist ein Knopf. Also wenn man nicht so gerne einen Ausschnitt trägt, kann man das einfach zumachen. Und wenn man gerne einen Ausschnitt trägt, dann kann man das halt einfach auflassen. Das finde ich halt super schön. Ich werde euch aber auch jetzt hier nochmal ein Bild zeigen, wie das Kleid so angezogen aussieht. Ja. Dann habe ich noch das hier zugeschickt bekommen. Das hat mir auch sehr gefallen, weil das ist nicht zu lang, Leute. Das hat halt seitlich einen Schlitz. Und das finde ich mega schön. Wo ist das jetzt? Hä? Wo ist das jetzt? Das hatte doch einen Schlitz. Oh, sorry, das hat gar keinen Schlitz. Oh Gott, ey. Ey, irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass es einen Schlitz hat, aber das hat gar keinen Schlitz. Das Kleid hat mir sehr gefallen, weil es am Bauch halt so ein Gummiteil hat. Ich zeige euch das mal, was ich meine. Da. Das würde ich halt mit einem Gürtel kombinieren. Von dem Kleid zeige ich euch jetzt hier ein Bild, dann könnt ihr ungefähr sehen, wie es so aussieht. Und denselben Kleid habe ich mir auch in Rot bestellt, weil da, wo ich mir was aussuchen durfte, das, was ich haben wollte, war leider in meiner Größe ausverkauft. Deswegen habe ich einfach denselben Kleid in Rot genommen. Ihr wisst ja, ich liebe Rot und Rot ist ja auch meine Lieblingsfarbe. Ich freue mich schon richtig drauf, dass ich die Kleider tragen kann. Das würde ich halt auch mit einem Gürtel kombinieren und das hat halt auch so einen Gummiteil. Jetzt kommen wir zu H&M Online, wo die Pakete ankamen. Das waren zwei riesengroße Kartons. Der Postbote tut mir jetzt schon richtig leid, der verflucht mich bestimmt, weil er bestimmt so 50 Treppen hochlaufen muss. Aber ich habe davon nur 5-6 Teile behalten, weil die waren zu eng, die waren zu klein, das hat mir nicht gefallen. Kennt ihr noch bestimmt, wenn man online bestellt. Als erstes zeige ich euch diese schöne Tasche hier. Die Tasche sah auf dem Bild sowas von hell aus, aber die ist richtig dunkel. Was mir halt an dieser Tasche gefällt ist, die Tasche kann man einmal als Handtasche tragen und einmal als Tragetasche. So sieht das dann aus. Und von innen ist die auch schön breit. Also, ich zeige euch einmal hier und
einmal da und hier kann man auch noch was reintun. Also ich finde die sehr schön, weil die auch so groß ist und nicht zu klein ist. Und ich mag sowieso Taschen, wenn das so kleine goldene Details hat. Dann habe ich mir noch eine schwarze Tasche bestellt, Leute. Ich zeige euch das mal. Wieder mit Gold. Ich schwöre, fast all meine Taschen sind mit Gold. Alles einfach nur. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist, Leute? Nee, das könnt ihr gar nicht wissen. Die Tara hat so eine Tasche. Und zwar, das ist die gleiche Tasche, aber die Tara hat die von Chanel und die ist von H&M und die sind gleich. Die von Chanel ist, glaube ich, etwas kleiner. Ich habe mir die Tasche gekauft, weil ich habe keine große schwarze Tasche. Ich habe so viele schwarze Taschen, aber die sind mir alle zu klein, deswegen habe ich mir die auch bestellt. Und da passt halt auch sehr viel rein. So, jetzt kommen wir mal... Dann habe ich mir einen Mantel aus Strukturstoff bestellt. Was mir halt an diesem Mantel gefallen hat, ist, dass der Kragen halt einfach so runter geht. Den Mantel kann man auf jeden Fall auch im Sommer tragen. Ist halt ein sehr dünner Stoff. Der Mantel hat halt zwei große Taschen. So. An den Schultern ist das gepolstert, der ist nicht zu lang. Ich finde, der sitzt beim Tragen einfach nur perfekt aus und sehr fein. Und ist halt schön eng geschnitten, ist nicht zu breit oder so. Das sitzt einfach perfekt für mich. Dann habe ich mir noch einen Pulli bestellt, Leute. Ich finde den Pulli so süß einfach, weil er hat ein Rückendekolleté und das finde ich richtig schön. Das ist halt eine Schleife. Und von unten ist es halt mit Spitze, da guckt halt ein bisschen Spitze raus. Das fand ich auch sehr schön, auch an den Ärmel. Und man kann das auch auf jeden Fall im Sommer tragen, ne? Wenn es jetzt nicht so warm ist, bei 20 Grad oder 15 Grad. Ja, und die Farbe hat mir auch sehr gefallen. Ja, ich glaube, das war es auch schon. Habe ich euch alles gezeigt? Okay, nein. Ich habe mir einen Flechtgürtel bestellt, das war auch reduziert. Ich weiß jetzt schon, ich habe mir diesen Flechtgürtel bestellt, Leute. Ich weiß, ich werde den nie tragen. Es gibt halt manchmal Tage bei mir, wo ich mich anziehe und mir denke, boah, jetzt könntest du so einen ganz dünnen Gürtel gebrauchen. Jetzt, wo ich mir den gekauft habe, werde ich bestimmt nicht drauf kommen. Passt das mir überhaupt? Das sieht so klein aus. Doch, das passt. Das ist halt ein ganz normaler Flechtgürtel. Das war auch reduziert. So einen brauche ich eigentlich in selber. Aber ich finde den nirgendwo. Ja. Ich glaube, das war's auch schon. Ja. Ja, das war's. So, ihr Lieben. Das war's auch schon. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ciao.